Ja, liebe Freunde der Walder Theatertage, Kultur hat in der Corona-Krise mächtig gelitten. Das ist so. Wir freuen uns aber darauf, dass die Freunde der Theatertage heute den Livestream mitbekommen können. Das ist möglich dank der Unterstützer. Einige Unterstützer haben wir darum gebeten, hier heute dabei zu sein, denn es gibt für Künstler, Musiker nichts Schlimmeres, als vor einem leeren Haus zu spielen. Deshalb jeder, der da ist, das sind ganz wenige, bitte ich mindestens für 10 Leute zu applaudieren. Das bekommt ihr hin und ich weiß von dem Techniker, er kann das sogar beim Livestream für die Künstler noch ein bisschen verstärken. Ich habe gesagt, das ist nicht nötig. Fritz, lass die Finger davon. Wir wollen die Akustik so hören, wie wir sie gerade. Fritz wird schon nervös. Also, ich danke ganz, ganz herzlich für die Unterstützung in den schwierigen Zeiten und freue mich, dass nach dem Eröffnungskonzert Wasserfluss mit einem musikalischen Gast, den habt ihr alle kennengelernt, begonnen haben. Und heute haben wir wieder einen Gast, nämlich Jan Lundgren, einen Weltklasse-Pianisten. Und ihr fragt euch sicherlich, wenn ihr hier die Bilder seht, spielt der an 2 Flügeln, der hat ganz lange Beine. Der schafft es vorne mit den Händen und hinten mit den Füßen. Lasst euch überraschen für den 2. Set. Viel Vergnügen mit Jan Lundgren. Thank you.
aus some folk songs, Folklieder aus Schweden. Das erste Melodie ist Emigrantvisa, a song about all the Swedish people that emigrated to America long ago. And the second folk song was written by the pianist in this band, Jan Nell. It's dedicated to my Heimat, the region where I was born and raised. It's called Blekinge, and the name of the song is Blekinge. And the third piece was a dance from the middle of Sweden. It's called Gånglek från Älvdalen. And Gånglek, that's a kind of dance when you walk while you're dancing. So I'm very happy to be here in Solingen, and I will do my best to play some music for you. I hope you appreciate it. I came all the way from Sweden. So next, one of my favorite composers in jazz music, Duke Ellington and Billy Strayhorn, they were a team, and now two songs connected with these guys forever.
Lush Life. Now, composition by Jan Lundgren. Well, that's not bad either, right? I do my best. This piece is dedicated again to Sweden, to Sweden, and it's called Ronneby. That's the city where I was raised. So it's not, it's in the same region as Blekinge, of course. This is the city of Ronneby. Thank you.
piece of music that I named Never Too Late. And I will finish my solo part here now, and you will be in for some exciting collaborations here later. But one more solo piece. This is dedicated to the reason I started playing jazz piano was Oscar Peterson. And I discovered his music and fell in love with this kind of music. This is Oscar Peterson's Hymn to Freedom, which is dedicated to Nelson Mandela once. Thank you.
Festival, das du in Schweden veranstaltest, freue ich mich schon auf die Zeit, dein Festival besuchen zu dürfen. Aber jetzt dürfen Sie sich freuen mit mir, nämlich über den Überraschungsgast. Und als ich mit Jan telefoniert habe, gesagt habe, Jan, wie lange gibt es keine Konzerte, was ist weggebrochen, keine Sorge, er versteht sehr gut Deutsch. Er hat mich 3 Jahre lang Englisch da ein bisschen radebrechen lassen, bevor er mir denn gestern Abend gesagt hat, Peter, ich verstehe dich perfekt in Deutsch und wenn ich mich nicht gut ausdrücken kann, dann wähle ich dann Englisch. Das hat uns geholfen, glaube ich, Dagmar, gestern Abend. Wir haben viel über dich erfahren, deinen Humor, das haben wir auch in der Musik gerade gehört. Und deshalb habe ich gedacht, so ein bisschen kleine Überraschung für ihn muss sein. Den ersten Teil der Überraschung kennt er, den zweiten Teil noch nicht ganz. Und deshalb begrüßen Sie mit mir zusammen, mit recht lautem Applaus, zu dieser Premiere, denn beide haben noch nie zusammen gespielt, Roman Wasserfuhr. Thank you.
Guten Tag. And the second is, what have to say? Haben Sie es gut? Alles gut. Herzlich willkommen heute Abend. Das war ein sehr überraschender Moment, als ich einen Anruf bekam letzte Woche. Hier spielt ein fantastischer Pianist. Habt ihr nicht Lust einzusteigen? Wir dachten so, ja, warum nicht? Das letzte Konzert, was wir gespielt haben, ist jetzt 3 Monate her. Wo war das nochmal? Ach, genau an der gleichen Stelle. Auch hier. Das ist ja gar nicht so schlecht. Dann machen wir das doch einfach. Wir freuen uns riesig, dass wir heute hier mitspielen dürfen. Und haben einen Song gespielt, gerade in Standards, der heißt Autumn Leaves. Und wir spielen jetzt, ich frage mal, ob das okay ist. Wir spielen Bonacera. You don't know what love is. Viel Spaß damit. Thank you.
Thank you.
Ja, es blieb nicht bei einem Überraschungsgast, auch nicht bei zweien, sondern wir haben auch noch einen mitgebracht. Das ist nämlich der wunderbare Jörg Brinkmann am Cello. Ja, wir möchten noch einen Song zusammenspielen, alle vier zusammen, und zwar einen Song, den bestimmt fast jeder kennt, deswegen sage ich den Namen nicht an, und ich freue mich und bedanke mich bei allen, die heute zahlreich erschienen sind, Punkt. Und ich freue mich wahnsinnig, dass wir dieses Experiment hier eingegangen sind, danke für die Einladung, lieber Peter, und ich glaube, sowas muss man öfter mal machen, einfach um mal wieder seinen Horizont zu erweitern und neue Menschen kennenzulernen. Und für uns war das auf jeden Fall eine große Freude. Also vielen Dank und vielen Dank fürs Zuhören. Jan Lundgren, Jörg Brinkmann, Julian und Roman Wasserfuhr, vielen Dank. Thank you.
Thank you.
Publikum und auch ganz herzlichen Dank, dass Sie gestern für 10 Menschen geklatscht haben. Ich hoffe, Sie haben heute Abend eins gemerkt. Ohne Kultur, ohne Musik, ohne Kulturveranstaltung verhungern wir.